Ich bin Sue vom Projekt 31 und dort gibt es Raum für selbstverwaltete Kultur, wie zum Beispiel Konzerte und Vorträge und Nachbarschaftsarbeit. Und leider wurde unser Haus verkauft, weshalb wir dort Ende des Jahres raus müssen. Und wir würden gerne wissen, wie die Stadt uns konkret bei dem Erhalt des Projekts unterstützen kann. Ich glaube, dass wir insgesamt, in den Reihen sitzt die Claudia Rabatzky, die sagt es mir jeden Tag und Daniel Frank auch, es ist so wichtig, das stimmt auch, wir brauchen Räume. Das ist auch ein Beitrag, den wir aus dieser Kulturhauptstadtbewerbung ja auch mitgenommen haben. Wir brauchen mehr Räume für unsere Kreativen, wir brauchen mehr Bandräume, wir haben einen unglaublichen Mangel. Das ist jetzt die Problembeschreibung. Keine Lösung, ja. Noch keine Lösung, weil wir haben natürlich, wir schauen, wo haben wir städtisches Eigentum, wo können wir so ein selbstverwaltetes Jugendzentrum mit entstehen lassen. Wir haben noch keinen Raum gefunden, keinen geeigneten. Also auch wir sind auf der Suche. Ich weiß, dass die Elisabeth Ries das auf dem Schirm hat und dass auch das Jugendamt da ganz hinterher ist, zu gucken, gibt es irgendwo Räume, die wir da noch hergeben können. Aber ja, im Moment haben wir es leider nicht. Also, warum ist es so schwierig? Weil der Raum in Nürnberg einfach, wir sind schon, sage ich mal, mit aufgrund dessen, dass wir sehr stark gewachsen sind, auch in den letzten Jahren, auch natürlich in die Wohnbebauung, und das sieht man ja auch bei dem Projekt jetzt 31, in dem Gebäude, wo sie drinnen sind, der Eigentümer will was Neues machen, der will nochmal anbauen, der will vergrößern, damit müssen sie raus. Wir brauchen Wohnmöglichkeiten, wir brauchen Mietwohnungen, wir brauchen geförderten Wohnungsraum, ja. Und der Platz ist halt nicht mehr da. So, und deshalb, und wir wollen aber natürlich alles möglich machen. Wir suchen seit Jahren ein Jugendzentrum. Ich glaube, die Frage kommt auch nochmal irgendwann. Da haben wir jetzt auch eine Möglichkeit gefunden. Und für das Projekt 31 sind wir noch auf der Suche. Aber vielleicht bin ich da wahnsinnig naiv, aber ich stelle mir vor, die Stadt hat ja Immobilien, die Stadt hat selber Eigentum, hat selber Flächen, hat die besten Connections ever. Würde ich aus dem Bauchhaus sagen, wenn jemand irgendetwas finden würde, dann wäre es die Stadt Nürnberg. Und wenn OB anruft, dann sind die Leute doch ohnehin etwas aufgeschlossener. Das nicht immer. Auch das habe ich schon festgestellt. Nochmal, ist ja nicht so, dass wir, man meint ja, wir haben ein Repertoire an Räumlichkeiten. Das ist leider nicht der Fall. Also wir suchen ja selber auch für unsere Verwaltung oftmals Räume, und wenn es nur Büros sind. Also auch das findet man manchmal sehr schwierig. Also es ist tatsächlich nicht so leicht, wie man es sich vorstellt. Und es muss ja auch geeignet sein. Also es kann ja nicht irgendwo ganz am Rand sein, weil das, dann haben wir wieder keine Verkehrsanbindung und und. Also es muss ja auch irgendwo passen. Ja, das ist echt nicht leicht. Also das ist, man stellt sich leichter vor, ist es aber nicht. Wie hoch auf der Prio-Liste ist es bei Ihnen? Es ist hoch, weil wir natürlich wissen, dass wir das Projekt 31 sehr schätzen. Aber wir können auch nur suchen. Wenn wir nichts finden, dann findet man nichts. Also das ist, wir können es nicht herzaubern.